Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Uldi von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Days Gone. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit mir gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem gutsten Kumpel, dem Boozer. Und vorher bin ich hier noch so an so einer Waldhütte vorbeigekommen. Und wollte hier nochmal reingucken, was hier so Feines gibt. Unser Motorrad qualmt ganz schön. Sollten wir mal reparieren? Los geht's. Und es sind wieder Freaker unterwegs. Wir müssen halt hier durch den Wald. Geht gar nicht anders. Mal gucken, was unser gutster Kumpel macht. Ob sein Arm besser geht. Was ist hier? So, du willst also das Jagen lernen, richtig? Ich kann eine Flinte abfeuern. Ein Gewehr, keine Flinte. Ich war bei den Gebirgsjägern, Korb. Lass doch den verdammten Marine-Scheiß. Einen Hirsch zu töten ist anders als einen Menschen. Oder ein Freak. Die beste Art zu jagen ist Fährten lesen. Du musst dich konzentrieren. Und auf Mutter Natur hören. Wenn du genau hinschaust, kannst du die Zeichen sehen. Ah ja, wir haben hier also gleich noch eine kleine Nebenmission. Und zwar Hirsche aufspüren. Gut, nehmen wir die noch mit. So schwer sollte es ja nicht sein. Gut, alles klar. Augen auf. Siehst du den Hirschkoter? Ganz frisch. Ja, ich seh's. Lecker. In die Richtung. Kleine Köttelze. Ja, das sehe ich. Gut, dann komm jetzt. Ah, da drüben steht er. Ich hab ihn schon gesehen. Schnell, da ist er. Ich sehe ihn. Hier, nimm ein Gewehr. Wenn du Gebirgsjäger warst, kannst du damit umgehen. Jakob, ich weiß, was ein Visier ist. Ruhig, ruhig. Ich komme klar. Guter Schuss. Erwischt. Wildverfolgen. Du hast Wildverfolgen freigeschaltet. Die Fertigkeit, einen verwundeten Hirsch aufzuspüren. Suche nach der Blutspur. Du kannst R3 antippen, um die Überlebensansicht zu verwenden. Und 4 gedrückt halten, um nach Hinweisen zu suchen. Oh, verdammt, er hat nicht gesessen. Er kommt davon. Nein, nein, schon okay. Er ist verletzt. Der wird jetzt verbluten. Wir müssen ihn nur finden. Okay. Okay, wir müssen erstmal an der Stelle, wo wir praktisch das Wild angeschossen haben, ist ja klar. Ja, sehe ich. Oh, das ist hier. Kurz mal schnüffeln am Blut, alles klar. Bin dran. Und auf geht's. Hier war Blut. Der wird jetzt sicher langsamer. Da ist Blut. Verliert zu viel Blut. Wir sollten jetzt gleich auf seinen Kadaver stoßen. Wenn wir Glück haben, sind dann direkt Zombies dort. Weil die Freaker riechen das Gut. Blut. Weißt du, wie man ein Tier ausweidet? Ja, ich kann es mit dir probieren. Ja, hör zu, Boozer und ich haben schon mal gejagt. Er war mit seinem Vater öfter auf Elchjagd und,
Er hat mir gezeigt, wie das geht. Gut, sagen wir mal, nichts gegen Boozer, aber das geht echt noch besser. Du verschwendest viel zu viel Fleisch. Eigentlich nicht schlecht für einen Anfänger. Ja, danke. So, das war die Nebenmission, okay. Also wir haben praktisch nur das Fleisch aus dem Tier geholt. Wahrscheinlich nur Innereien, weil es ja noch alles dran. Nicht nur das Fell haben wir abgezogen. Nun ja. Gut, gib mir jetzt das Gewehr. Ja, danke. Wie gesagt, Deke, im Camp können wir Wild immer gut brauchen. Vor allem für die Verwundeten nach dem Ripper-Angriff. Okay, Kaupe. Ja, ich versuche, daran zu denken. Moment, ich komme. Okay. Jetzt will ich aber gerade noch mal direkt gucken, wie weit es noch zu Boozer ist. Es kann doch nicht... Halt. Hä? Hä? Wo ist denn unser Kumpel, Freunde? Ihr habt es doch vorhin auch gesehen, oder? Dass ich ja hätte eine Mission von Boozer annehmen können, aber jetzt haben wir das hier mit dem Hirsch gemacht. Und jetzt finde ich die Mission gar nicht mehr. Komisch. Olyrium. Das ist unser Versteck hier. Das ist ja echt seltsam. Okay, dann müssen wir wohl zu O'Brien. Können wir hier irgendwie noch tanken? Halt. Bevor ich weiterfahre, will ich hier ganz kurz nochmal schauen. Ob ich hier irgendwas machen kann. Guckt euch an! Hier kann ich komischerweise mein Bike aufleveln. Aber erstmal auftanken. Ah ja! Na, das sieht doch gut aus, Freunde. Geil, Omat! Hier können wir endlich unser Bike aufleveln. Okay, was gibt's hier alles? Lachgas? Gucken wir mal. Was kostet denn der Spaß überhaupt? Okay, sieht auf jeden Fall fresh aus. Wenn wir jetzt hier alles, es kostet gar nichts, oder wie? Ah, doch, hier. Motor. Okay, damit haben wir ein bisschen mehr Leistung. Aber Motor, Auspuff. Geräuschreduzierung. 600. Nehmen wir mal mit. Eigentlich mag ich es ja, wenn ein Motorrad richtig schön knattert, aber ich glaube, hier im Zombie-Gebiet macht es keinen Sinn. Aufbewahrung. Ah, daran liegt es wahrscheinlich, dass wir so wenig Munition mitnehmen können, oder? Aber, ja, können wir noch gar nicht benutzen. Benzintank. Nehmen wir doch den Tank. Hat auf jeden Fall was. Rahmen. Nehmen wir den. Lachgas haben wir. Reifen. Oh. Verbessert die Traktion. Oh, nehmen wir auch noch mit. Oh, jetzt haben wir noch 500 Öcken. Alles ins Bike gesteckt, Freunde. Scheinwerfer. Mal gucken, was gibt's denn da? Für einen Huni. Mal gucken, was gibt's noch? Räder? Da können wir nichts machen. Auspuff Optik. Können wir auch nichts machen. Was war das jetzt gerade?
Vorderschutzblech. Okay, kein Schutzblech. Und Verkleidung. Was das doch immer sein soll. So. Aha. Aber das ist natürlich geil, oder? Wenn wir tatsächlich hier für 10 Dollar unser Bike abändern. Das ist natürlich echt edel. Okay, was nehmen wir? Ein geiles Rot, ein geiles Gelb, ein geiles Grün. Gelb sieht natürlich echt cool aus irgendwie, ne? Rote hat auf jeden Fall auch was. Ich glaube, ich nehme das Gelb. Irgendwie hat das was. Weiß auch nicht. Hier, das Gelb. Oder das Grün hier. So ein schönes Giftgrün. Hm. Ich glaube, ich nehme das Grün. Irgendwie hat das was. Ja. Gute Wahl, Mann. Gute Wahl. Was gibt's noch für einen Lack? Standard Design Lack. Und glänzend, da gibt's auch nur eine Sache. Okay, was haben wir hier? Jetzt können wir den Rahmen noch. Alter, wie geil ist das denn? Richtig schönes dunkles Bike draus machen. Für einen Zehner sind wir dabei. Komm, nehmen wir mit. Aufkleber. Ja, wie nice ist das denn, Freunde? Guckt euch das an. Geil. Oh ja. Geilomat. So, das gefällt mir schon mal richtig gut hier. Wir können nur eins. Ich glaube, das mit dem Feuer nehme ich. Brauchst du noch was? Können wir mehrere Sachen nehmen? Nee, geht leider nur eins, ne? Okay. Optik. Das hatten wir ja schon gemacht, oder? Scheinwerfer. Ja, können wir das ranmachen? Ja, das war's. Geilomat, Freunde. Ich bin begeistert. Haben unser Bike jetzt so ein bisschen aufgetuned. Halt, wo steht's jetzt? Warum steht's jetzt da hinten? Der fasst aus wie neu. Oh. Okay, auf geht's zu O'Brien. Wie läuft's, Bushman? Alles gut, verdammt. Okay, ein bisschen mehr Power. Unsere Vorräte werden knapp. Etwas mehr Wild wird gut. Es geht. Oh, scheiße. Okay, ja. Unsere letzte Jagd ist auch schon eine Weile her. Mal sehen, ob ich uns etwas Fleisch besorgen kann. Weißt du, was du tun musst? Ja, Cope hat mir ein paar Tipps gegeben. Unglaublich, aber wahr. Scheiße, ich glaub's nicht. Danke dir. Mach's gut, Bushman. Okay, jetzt muss ich Fleisch beschaffen. Wild, Bär, Wolf. Ganz egal was. Wolf. Zeit fürs Abendessen. Scheiße, fast. Bestvieh. Wäscht. Ja, so muss sein. Lass los. Okay. Okay, und jetzt ausweiten. Jäger und Sammler, sage ich immer wieder. Lecker Wolf. Also ein Wheelie klappt immer noch nicht. Wäre auf jeden Fall lustig. Und das ist jedes Kommerz, was Zweifel. Ihr wollt
Wow. Auf jeden Fall lässt sich jetzt auch besser steuern, das Bike, finde ich persönlich. War ja am Anfang echt ein Krampf, ne? Muss man ja echt sagen. Okay, hier geht's lang. Wow. Für mich sehen die ziemlich ramponiert aus, Cobb, aber hey, wie du meinst. Und nichts gegen ein bisschen krassen Kommerz. Verdammt, ein neues Bike könnte ich gut gebrauchen. Ah, ja. Noch so ein Mikrorekorder. Was hier wohl passiert ist? 381. Meldung von Agent Sinclair. Ich bin bei Leichtdeponie 13 Meter und überwache das Abladen und die Entsorgung der Fracht. An den Gestank gewöhnt man sich nie, oder? Die Züge sind nonstop unterwegs und alle Deponien sind annähernd voll ausgelastet. Ich habe um Freigabe von weiteren Gebieten im Bundesbesitz gebeten, aber die Sessel von NDC gehen schon gar nicht mehr ins Telefon. Schätze, die haben Wichtigeres zu tun. Okay, was müssen wir machen? Oh Gott, wir müssen hier wieder. Okay, wir müssen jetzt alle haben, oder? Müssen wir bloß hin? Das ist jetzt die Frage. Müssen die wahrscheinlich wieder ausspionieren. Noch wer gehört? Tent O'Brien, Feldnotiz 2006. Als ich den Landeplatz erreichte, sah ich einen Schwarm Insekten, wahrscheinlich Tabanus atratus oder Diptera, in der Lichtung weit entfernt vom eigentlichen Ziel. Aus der Entfernung konnte ich nicht erkennen, was sie anzog, aber aufgrund der Größe des Schwarms würde ich auf frisches Aas tippen. Sollte irgendwo hier sein. Verdammt, wo ist das? Ah, hier ist das. Tatsächlich um Tabanus atratus. Hier sind viele Bremsen. Ein Glück, dass ich drin erzogen habe. Das Aas ist überwiegend intakt. Das war ein Holocoileus hemionus, ein Maultierhirsch, als ob das jemand überprüfen könnte. Die Streifung der größeren Muskeln weist auf eine Infektion mit Hooligan-Stamm HB. Ich nehme eine Probe zur Bestätigung.
Ah ja. Okay, wir müssen hier gut aufpassen. Da ist der Vogel O'Brien. Die Frage ist natürlich, können wir oder müssen wir jetzt hier irgendwas machen? Müssen wir ihn ausfragen? Könnte das mal probieren. Einfach mal just for fun. Tja, sieh's mal so, du armer Teufel. Die Freaks haben dich nicht erwischt. Hättest du länger gelebt, wärst du auch einer geworden. Das wäre doch mal was. Was willst du? Ich will nur reden. Neuroprotokoll 2-7 besagt eindeutig, dass bei laufenden Operationen in Quarantänezonen beim Antreffen von Zivilisten, also Zivilisten, keinerlei Kontakt erlaubt ist. Wirklich? Sieht aber aus, als hättest du gerade Kontakt. Ja, das hab ich. Du lebst. Ja? Das tue ich. Wie? Wie ist das möglich, also, O'Brien? Ich verstehe nicht. Okay, du warst da, in der Nacht, in Farewell. In der nächsten Nacht brannte das Flüchtlingslager und die Helis. Alle waren tot, abgeschlachtet, zerfetzt, in Stücke gerissen. Okay, hör zu. Entweder auf die sanfte oder die harte Tour. Die sanfte Tour, wir plaudern ein wenig, du gibst mir die Informationen, die ich brauche, und dann buddelst du dich weiter durch Freaker-Scheiße oder was du hier treibst. Die harte Tour. Ich zerreiße dein Astronautenkostüm und wir sehen mal, was deine Freunde dazu sagen, dass du kontaminierte Luft einatmest. Also was darf sein, O'Brien? Ja. Okay. Okay. Damals, auf dem Dach der alten Brauerei, habe ich eine verletzte Frau in deinen Heli gesetzt. Ja. Ich erinnere mich. Eine Stichwunde. Sie war übel zugerichtet. Ich fuhr zum Flüchtlingslager, in das du sie bringen wolltest. Alle waren tot, also frage ich dich nochmal. Wie hast du überlebt? Wir waren nicht da. Wir wurden umgeleitet zu einem anderen Camp. Wie du sagtest, das Camp in Bernab wurde überrannt. Wir sollten nach Süden, in ein Camp am Silver Lake. Gab es Überlebende? Du meinst heute? Ich weiß es nicht. Ich wurde der Forschungseinheit zugeteilt. Hat sie überlebt? Halt! Ich sehe nach. Ich finde es raus. Du hast ein Funkgerät von uns. So hast du... Ich kann nichts versprechen. Aber ich versuch's. Mhm, und ich begleite dich. Los, komm schon. Du kennst die Kerle nicht. Die knallen dich ab. Vorher knall ich dich ab. Okay, hör zu, wenn du mich umlegen willst, bitte. Okay? Ich mach nur meinen Job. Diese Frau, deine Ehefrau. Ich gab ihr Sauerstoff, eine Infusion. Hielt sie am Leben. Deshalb habe ich Ärger gekriegt. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht. Ich brachte sie ins Feldlazarett. Ich hab sie gerettet. O'Brien, Bericht. Ich muss los. Bitte, du musst hier weg, okay? Du kennst diese Kerle nicht. Du weißt nicht, wo sie imstande sind. Wenn ich nichts von dir höre, egal wie lange es dauert, ich werde dich kriegen. Und dann werde ich dir mehr abreißen als nur eine Antenne. Tut mir leid mit deiner Frau. Aber nicht nur du hast jemanden verloren in dieser Nacht. Wow, Freunde, geil. Richtig, richtig fett. Macht auf jeden Fall Bock zu erfahren, wie es da weitergeht. Richtig nice. Okay, die sind weg. Ich muss zum Bike zurück. O'Brien, er lebt. Wie zum Teufel kann das sein? Sie sind Richtung Süden. Er sagte, er gab ihr Sauerstoff und eine Infusion. Hielt sie am Leben. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht, aber... hatte sie ins Feldlazarett. Er hat sie gerettet, hat er gesagt. Er hat sie gerettet. Sie könnte also noch am... Nein, das kann nicht sein, nein. Aber O'Brien lebt noch. Wenn er noch lebt, dann vielleicht. Richtig. Falls er noch lebt... Oder, ja, sie lebt noch und... Dick, bist du da? Da er noch lebt... Hey, Bushman,
Ich hab dich doch gefragt, ob du dich an diesen Nero-Penner O'Brien erinnerst. Ja, Dick, es ist alles etwas verschwommen. Ja, okay, dann schlaf erst mal eine Runde. Ich erzähl's dir später. Hey, halt die Klappe, verdammt! Sorry, hier drin ist die Hölle los. Sie ist Eddie, ist raus, um was zu holen. Ich weiß nicht was. Wann hauen wir denn ab? Dick? Ah, bald, Boozer. Sehr bald. Hör zu. Sobald es deinem Arm besser geht, sehen wir zu, dass wir Land gewinnen. Ja, Dick. Okay. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Könnte sein, dass seine Frau, Freundin noch am Leben ist. O'Brien. Hörst du mich? O'Brien? Du verfluchter Mistkerl, wenn du dich nicht meldest, dann... Ich weiß, dass du auf dem verdammten Kanal bist! Okay, also wenn du dich nicht bei mir meldest, dann komm ich zu dir! Hast du mich verstanden? Ach Gott, verdammt, jetzt komm schon! O'Brien, melde dich! Okay, das Lager werden wir hier noch übernehmen. Was ist hier drüben? Ich bin in diesen Wäldern aufgewachsen. Oh fuck, da ist ja auch einer. Er lehrte mich alles über die Jagd. Das funktionierte auch noch in einer Welt, an die er nie gedacht hätte. Ich baute mein erstes Baumhaus im Hochstand. Damals schoss ich von hoch oben mein erstes Reh. Heute ist mein Camp in den Bäumen. Ihr wollt überleben und könnt arbeiten? Kommt zu mir. Wir beschützen euch. Leider muss sie jetzt noch dran glauben. Um einen Weg zu fahren, muss man ihn manchmal auflauern. Dort, wo sie hin müssen. Wie ein Wasserloch. Heute ist man eben so leicht. Also haltet die Augen auf, wenn ihr an Orte geht, die wir alle aufsuchen müssen. Aber Großvater sagte immer, der einfachste Weg zu einer Mahlzeit ist eine Falle. Häng eine Schlinge an deinen Baum und du hast vielleicht Essen, wenn du wiederkommst. Aber Vorsicht. Eine kopflose Schlange kann noch beißen, vor allem, wenn sie nicht wirklich tot ist. Mein Großvater hätte uns alle gemeint. Was ist das? Ah. Das sage ich euch. Oh, wirklich toll, Cobb. Du hast ihn also mit... Ich sehe, wie du da rumlaufst. Hey, Arschloch, wir sehen dich. Das war's für dich. Okay, Nummer 1. Zack, ich brauche meine Knarre. Okay, der ist weg. Okay, die Munition kann ich gar nicht gebrauchen. Es wird wieder dunkel. Es wird dunkel. Und das Lager wird geräumt. Oh, fuck! Wo kam der denn her? Gut, Rückzug! Oh, hier oben, glaube ich, oder? Kommen wir da hoch? Ah ja. Okay, schöner Schuss. Oh, die kann ich auch nicht verwenden, aber ich gucke mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Hier ist alles voll, alles voll, alles voll. Kerosin, halt, Kerosin können wir mal gut gebrauchen. Und hier gibt es eine schöne Axt, die nehmen wir auch mit. Ach, das Leben ist doch schön. Okay. Und runter geht's. So, haben ein bisschen Fleisch gefarmt. Das könnte man dann ja im Prinzip auch zurückbringen. Hier. Das verstehe ich nicht. Hier liegt überall Munition für meine Handfeuerwaffe rum. Aber wir können es nicht aufnehmen. Das verstehe ich echt nicht. Das verstehe ich nicht.
Ja, wir gucken mal, wo uns der nächste Weg hinführt. Wir müssen auf jeden Fall hier zurück zum Lager. Und das wird dann auf jeden Fall in der nächsten Folge passieren, meine Freunde. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen... Oh, hier sind noch Pilze. Ja, möchte ich mich bei euch allen fürs Einschalten und Verfolgen dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, gebt den Ganzen eine Bewertung. Gebt ein Däumchen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ja, und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, meine Lieben, immer schön lecker bleiben. Ciao. Ciao.